Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, dem Pericenter und der HR Mohr Seinhof Garage in Rotrist. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zadigen Tagblatt zu 100 Sekunden. Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Am alten Friedhof Arbig wird ein neues Leben eingehaucht. Künftig soll der als Freizeitanlage genutzt werden. Es soll möglich sein, dass dort Konzerte oder Lesungen stattfinden. Zudem wird ein Religionsgarten entstehen, wo die drei Weltreligionen Christentum, Judentum und der Islam thematisiert. Aktuell läuft noch ein Wettbewerb für die Figuren, die auf den Säulen beim Eingang stehen sollen. Kunstschaffende aus der Region dürfen sich mit Vorschlägen beteiligen. Die ersten Bauarbeiten starten bereits am 13. September. In Staffelbach kommt es zu Kampfwahlen um den Gemeinderat. Am 26. September treten 6 Kandidatinnen und Kandidaten für 5 Staffelbacher Gemeinderatssitz an. Dass gerade eine so eine grosse Auswahl der Stimmbürger geboten wird, ist im Dorf eher selten. Am Samstag oben hat die Regionalpolizei Zofingen im Innerortsbereich zu Rotrist eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Innerhalb von einer halben Stunde hat es gerade 3 Schnellfahrer geblitzt. Ein Dörffahrer ist mit 110 Stundenkilometer und 2 PW-Lenker mit 87 und 93 Stundenkilometer unterwegs gewesen. Mit dem Konzert der Schweizer Kiddies im Stadtpark Zarpig ist die Sommerburg zu Ende gegangen. Die 3 Organisatoren Ronald Uhrl, René Iff und Christian Fuchs haben für das Arpiger Sommerfestival vom 23. Juli bis 5. September ein positives Fazit gezogen. Der Mix aus Live-Konzert und anderen Aktivitäten sind gut angekommen im Publikum. Die Organisatoren haben zudem auch mitgeteilt, dass nächstes Jahr wieder etwas organisiert wird. Mehr zu diesen Themen und weitere News aus der Region gibt es in der gedruckten Ausgabe vom CC und natürlich auf zofingertagblatt.ch. Ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem CC Newsroom ist Ihnen präsentiert worden. Von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort, vom Pericenter, alles da in Aarburg-Oftringen und der HR Mohr Seinhof Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch.